Unser heutiger Ausflug beginnt hier mit dem Kaiserbahnhof. Ich zeige ihn auch gleich nochmal von vorne. Und zwar ist das ein Bahnhof in der Nähe vom Werblinsee, Joachimsthal. Der wurde errichtet, weil der Kaiser Wilhelm II. Von hier aus gerne seine Jagd unternehmen wollte. Er fuhr mit dem Sonderzug hierher und fuhr mit den Pferdekutschen dann weiter zum Schloss Hubertusstock, das man von hier aus auch erwandern kann. Seit 2003 gehört dieser Bahnhof der Stadt Joachimsthal. Die nutzen ihn jetzt hauptsächlich als Kulturbahnhof. Und ja, hier kommen auch Züge an. Man kann auch von Berlin mit dem Zug hierher kommen. Wie gesagt, die Station heißt Kaiserbahnhof. Und von hier aus kann man in 10 Minuten zum Werblinsee wandern. Und dieser Kaiserbahnhof wird auch als Kulturstätte genutzt, zum Beispiel für Hörspiele und so weiter. Ja, wenn man dann hier angekommen ist mit dem Zug, dann geht es hier weiter, um zum Werblinsee zu kommen. Der Ort hier heißt Joachimsthal. So, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Werblinsee. Wer hier ankommt, kann auch auf den vielen Schautafeln lesen, was es mit der Geschichte hier auf sich hat. Die Geschichte der Eisenbahnstrecke, also von ganz früher bis heute. Wir sind hier übrigens an der Märkischen Eiszeitstraße. Die führt durch den Barnim und durch Uckermark. Und es gibt viele verschiedene Stationen. Mal gucken, ob wir einige hier abfilmen können. War ja klar, dass es heute wieder regnet. Aber ein Vorteil hat es, wir sind hier alleine. Denn die meisten Menschen liegen jetzt auf der Couch oder sitzen am Kaffeetisch. Ja, irgendwann kommt ihr hier dann an dieser Kreuzung an. Ein Bus fährt hier auf. Der fährt vom Eberswalder Hauptbahnhof los. Das ist jetzt hier eine ziemlich gefährliche Kreuzung. Seht ihr das Mammut da hinten? Das ist ein Werbe
Mammut für den Geopark, der hier in der Nähe ist. Ja, und wenn ihr an der Kreuzung angekommen seid, geht ihr einfach gerade rüber. Dort tut der Wanderweg in 5 Minuten zum Werbelinsee. Also das wäre von hier auch nur ein 5 Minuten Fußmarsch. Und da gehen wir jetzt lang. Ja, und jetzt geht's erstmal hier lang, diesen schönen Wanderweg bergab. So, jetzt kommen wir hier an dieser Ecke an. Wenn ihr dort lang geht, kommt ihr an einen schönen Wanderweg östlich vom Werbelinsee entlang. Geht ihr geradeaus, kommt ihr zur Badestelle und wir gehen jetzt dort links entlang. Mal sehen, was wir alles entdecken. Gleich kommt auch der See zum Vorschein. Ja, da hinten seht ihr das Auto. Ich glaube, das ist ganz schön weit weg. Dort ist, wie gesagt, diese Badestelle. Und wir schwenken aber nach links, um am See anzukommen. Schaut mal, hier ist ein Gedenkstein von dem Dr. Horst Sievert. Das war ein Forstmann, ein Wildtierforscher und Tierfilmer, der hier in der Schorfheide bekannt war und gelebt hat. Ja, hier könnt ihr noch mal schauen. Links geht's also nach Altenhof. Dort habe ich schon mal gedreht, um euch zu zeigen, wie schön es dort ist. Und dann steht hier noch dran Campingplatz. Da ist aber nicht wirklich ein Campingplatz, sondern es ist eine Wiese, wo man baden kann. Ja, und dann geht's hier rechts entlang zur Holzablage Miechen. Das ist praktisch ein schöner Wanderweg durch die Schorfheide zum Jagdschloss Hubertusstock. Das ist noch ein kleines bisschen weiter. Ja, und hier kommen wir gerade her vom Bahnhof Werbelinsee. Der heißt jetzt Kaiserbahnhof. Das Schild ist wahrscheinlich schon etwas älter. Und man kann nach Joachimsthal wandern. Das ist ein Ort hier in der Nähe. Und dort könnt ihr auch noch mal ein Schild sehen. Hier ist nämlich eine Dampferanlegestelle. Von hier aus könnte man über den ganzen Werbelinsee mit dem Dampfer fahren. Und der Weg hier heißt Kaiserweg. Und schaut mal, wie schön naturbelassen hier der Wald ist. Ideal für Kinder zum Toben und Erkundschaften. Dort hinten sehe ich sogar Schneeglöckchen. Herrlich. Ja, Anlegestelle. Joachimsthal Reederei Wiedenhöft. Sieht man gar nicht richtig bei diesem Wetter. Also hier seht ihr praktisch das nördlichste Ende vom Werbelinsee. Das hier soll dieser Campingplatz sein, der dort ausgeschildert war. Aber also ich bin der Meinung, das ist nur so eine Liegewiese. Aber es ist schön hier und vor allem, es kostet nichts. Also wenn man sich hier im Sommer hinlegt, dann muss man nichts bezahlen, außer Parkgebühren natürlich. Aber ich glaube, irgendwas ist immer. Cassie will schwimmen gehen. Der Stock war wohl aus dem Wasser gefischt schon. So, wir gehen einfach über diesen Platz hier und direkt am Wasser entlang führt ein Weg. Dort ist dann links Wald und rechts das Wasser. Das ist ein super schöner, idyllischer Weg und dort gehen wir jetzt entlang. So sieht es jetzt hier aus.
Der Weg wird nach ein paar Kilometern etwas schmaler und man muss vielleicht über umgekippte Bäume klettern. So, dort vorne seht ihr diese Dampferanlegestelle, die ich vorhin gezeigt habe. Und dort drüben an dieser Seite führt die ganze Zeit eine Straße entlang. Dort kommt man dann zum Jagdschloss Hubertusstock und in die nächsten Orte. Genau dort, das ist auch eine kleine Badestelle mit einem kleinen Imbiss. Und dann gibt es dort noch ein Restaurant, Aquamarin heißt das. Herrlich, oder? Ja, und wenn man hier weiterläuft, kommt man dann ins EJB. Das ist diese Badestelle, die ich im letzten Video hier vom Werbelinsee erwähnt hatte, wo auch ein großer Spielplatz ist und verschiedene Sachen für Kinder. Einmal noch schwimmen, bevor wir Richtung Kaiserbahnhof wandern. So, der Tag ist zu Ende. Die schöne Wanderung ist auch zu Ende. Jetzt begeben wir uns wieder zum Bahnhof zurück und fahren mit dem Zug nach Hause. Ein schöner Sonntag. Dieser Ausflug ist ideal für Familien mit Kindern oder Hunden, um mal schön in die Natur zu wandern. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann klickt hier auf diesen Kanal-Button. Dann werdet ihr immer informiert. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Frühling, der sich vielleicht noch etwas sonniger zeigen wird.